Hamburg, Ende des 16. Jahrhunderts. Hauseigentümer, meist sind es Brauer, schließen sich erstmals zusammen, um sich im Brandfall finanziell zu unterstützen. Kaufleute bilden Gruppen, um ihre Schiffe und deren Ladungen zu versichern. Und im Harz, in Schlesien und auch im Ruhrgebiet gehören Bergleute Knappschaften an, um die Risiken des Lebens gemeinsam zu schultern. Wenn ein Familienoberhaupt erkrankt oder stirbt, bedeutet das in dieser Zeit für die Hinterbliebenen oft, dass sie verarmen, betteln und hungern müssen. Um dieses Schicksal abzuwenden, entstehen überall Vereine. Witwen und Waisen, Kranken- und Sterbekassen. Doch diese häufig sehr kleinen Gemeinschaften haben alle ein Problem. Ihnen fehlen die statistischen Daten und mathematischen Grundlagen, um angemessene Beitragshöhen zu berechnen. Im Bedarfsfall können viele deswegen nicht zahlen. Das ändert sich erst, als Anfang des 19. Jahrhunderts größere Versicherungsunternehmen entstehen, von denen manche heute noch existieren. Wie die Kölnische Feuerversicherungsgesellschaft, die spätere Colonia. Sie bringen die ersten privaten Lebensversicherungen, Rentenversicherungen und Krankenversicherungen heraus. Und werten die demografischen Daten aus, die nun vielerorts erhoben werden. Erstmals kann man die Wahrscheinlichkeiten von Krankheits- oder Todesfällen berechnen. Infolgedessen kommt 1866 die erste kapitalbildende Lebensversicherung auf den Markt. Für die Bessergestellten wird sie das Instrument der Alters- und Hinterbliebenenversorgung schlechthin. Wer Geld hat, reist nun mit der Eisenbahn und versichert Leib, Leben und Gepäck für die Dauer der Fahrt, wie Haus und Hof daheim. Im Ruhrgebiet gründen Industrielle eine Versicherung für ihre Fabriken und die Waren darin, für Glas- und Spiegelscheiben und die Schäden, die durch den Bruch von Schwungrädern oder Maschinenteilen entstehen. Doch die Arbeiter, die in den Fabriken schuften, sind nahezu rechtlos. Massenhaft ziehen sie in die Städte. Traditionelle Solidargemeinschaften, Familien- oder Dorfstrukturen lösen sich auf. Wer krank wird oder bei der Arbeit verunglückt, hat keinerlei Ansprüche und steht ohne Absicherung da. Aus Protest entstehen ab 1848 die ersten Gewerkschaften. Sozialistische Ideen breiten sich im Kaiserreich aus. Um sie einzudämmen, führt Reichskanzler Otto von Bismarck Sozialreformen ein. Dank der neuen gesetzlichen Krankenversicherung werden nun Krankengelder gezahlt, die medizinische Versorgung ist kostenlos und die jetzt rentenversicherten Arbeiter können mit 70 in den Ruhestand gehen. Ende des 19. Jahrhunderts hat Deutschland das weltweit beste staatliche Sozialversicherungssystem. Immer wieder reformiert, funktioniert es bis heute. Hallo, sind Sie neu hier? Deshalb eine kurze Anleitung, wie man dieses YouTube-Dings so richtig benutzen kann. Dieser Button ist zum Abonnieren von unserem Kanal. Das ist ein Video, was Sie sich jetzt anschauen können. Und das ist ein Video, was Sie sich jetzt anschauen können. Und da, wo meine Füße sind, da sind Ihre Kommentare. Da können Sie uns einen netten Gruß hinterlassen.